herzlich willkommen bei Axelus TV. Ja, neue Börsenwoche. Heute sprechen wir natürlich über den wieder entfachten Hype im KI-Sektor, aber natürlich auch über die anstehende Börsenwoche und über die wichtigsten Termine. Und mit wem könnte ich das besser tun, als in den in weihnachtliche Umgebung eingehüllten Mick Knauf in Frankfurt. Servus, Mick. Man sagt auch manchmal Weihnachtsmann zu mir. Servus, Jürgen. Ja, du hast ja schon ein bisschen adventliche Stimmung bei dir im Hintergrund. Ist bei dir auch persönlich die Stimmung adventlich? Ich meine, wir warten ja auf die Ankunft des Haushaltes. Ja, ich sag's dir. Also ich bin da noch nicht so adventlich gestimmt. Das Einzige, was ich eben gesehen habe, dass es wohl bei der FDP eine Mitgliederbefragung geben wird, ob nun die FDP in der Ampel bleiben soll oder raus soll. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das wird sich die nächsten 14 Tage dann dementsprechend durchziehen. Aber meine, es ist ja auch nicht schlimm, wenn sich jetzt die Ampel auflösen würde, weil man hat ja von Regierungsbank her seine 2 Jahre hinter sich gebracht und noch ein paar Tage. Das heißt, für die Grünen, für die Gelben und für die Roten ist die Rente auf jeden Fall sicher. Ob man das richtig findet oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt sein. Ja, das macht auf jeden Fall Hoffnung, dass vielleicht was passiert, weil die jetzt ja sicher sind. Ja, ja, ja. Aber unsicher wie bei uns die Lage ist es auch in China. Ja, eigentlich ein extrem wichtiger Markt, sowohl für exportorientierte Unternehmen als auch für produzierende Unternehmen. Und die kommen gar nicht aus dem Quark. Und während wir immer noch das Inflationsgespenst, was ich für völlig überzogen halte, irgendwie hier durch die Flure jagen, befinden die sich schon im Deflationsmodus. Ja, das ist richtig. Bei den Chinesen sieht es nicht so richtig rund aus. Die kommen da nicht so richtig in Fahrt mit der Ankurbelung der Konjunktur, der Wirtschaft und auch der Börse, obwohl ja vom Parteirat, das heißt die Kommunistische Partei, beschlossen worden ist, dass man hier unterstützend tätig sein möchte, dass man sehr viel Geld in den Markt haut und dass man sich vor allen Dingen auch um den großen Bereich der Immobilien kümmert. Aber es kommt anscheinend noch nicht so richtig im Markt an. Jetzt haben wir ja beim Immobilienbereich schon die Probleme. Heute auch Gerüchte um eine Bank, die da in Schieflage geraten sein könnte. Auf jeden Fall der Hang Seng, der spiegelt ja das ganze Drama da wieder. Ich meine, wir beschäftigen uns, da kommen wir ja auch gleich, mit Allzeithöchstständen im DAX. Also davon ist der Hang Seng ja gefühlte Lichtjahre entfernt. Ja, muss man fairerweise sagen. Irgendwo läuft es überhaupt nicht rund. Und Shanghai, Shenzhen, das ist natürlich eine Geschichte auch für sich. Man weiß natürlich auch nicht, ob es da eventuell ja diese Kriegsideen von China nimmt, die da eventuell negativ sein könnten. Also irgendwie ist da momentan wenig Licht zu sehen. Einzig und allein der Nikkei, der läuft. Also Japan ist stabil, das haben wir auch heute früh wieder gesehen. Der Nikkei mit 1,5% im Plus. Also die Seite Asiens, da sieht es auf jeden Fall besser aus. Ja, aber vielleicht macht das ja auch auf der anderen Seite wieder Hoffnung. Die Chinesen müssen was tun. Die erkennen viel mehr, dass sie letztendlich auch mit dem Westen sich arrangieren müssen. Weil eine Sache ist klar, momentan driften ja die Börsenkapitalisierungen der Unternehmen derart auseinander und um international zu expandieren. Und das will ja China, dass die besten Unternehmen des Landes ja weltweit natürlich auch zukaufen. Und da geht es um die Börsenkurse, da geht es natürlich damit auch um die Zahlkraft. Ja, das sind die US-Unternehmen ja meilenweit enteilt. Also China hat ja auch ein Interesse an einer festen Wirtschaft, an einer festen Börse zur Expansion. Also da muss man sich mit dem Westen vielleicht stärker arrangieren, ist ja auch kein Nachteil. Nee, muss man. Und wenn wir mal schauen, in Amerika sind es halt eben diese sogenannten neuerlichst, ja, die Magnificent Seven, ob eine Albertson, eine Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla, das sind ja diese 7 Aktien. Ich meine, die haben ja seit Jahresbeginn ordentlich zugelegt. Ja, und vor allen Dingen den Nasdaq 100-Index um fast 50% nochmal nach oben gebracht. Also das ist natürlich dann schon jede Menge Kraft. Und da läuft halt eben China ganz klar den Kursen hinterher.
Ja, bei uns hier in Deutschland heute ja wieder, es reiht sich ja eine düstere Nachricht an die andere, passt gar nicht zum DAX. Aber wie gesagt, das kann doch kommen. Also der DAX, ich habe ja letzte Woche ein Video gemacht, diese Sondersituation erklärt, das sind eigentlich nur vom Papier her deutsche Unternehmen, sind Global Player, die auf dem Weltmarkt zu Hause sind. Und Deutschland, ja, da haben sie noch ihr Postfach und ein paar Aktivitäten. Aber in Deutschland jetzt, neueste Zahlen vom IFO zum Wohnungsbau, das ist ja wirklich alarmierend. Ja, Clara Geiwitz hat ja den klaren Auftrag von ihrem Kanzler bekommen, so und so viele Wohnungen, bis an die 400.000, will man ja in Deutschland neu schaffen, bloß. Ich meine, was da letztlich bei rauskommt, ja, Alter, das ist ja weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich meine, nicht umsonst hat ja Anfang des Jahres Rolf Buch, der CEO von Vonovia, schon klar gesagt, wir machen die 3.400 Wohnungen, die wir haben, in Planung noch fertig. Dann ist aber auch Schicht im Schacht, weil alles andere können wir uns nicht erlauben, respektive wir müssen so teuer bauen, um dann so teuer zu vermieten, dass wir unter 20 Euro den Quadratmeter gar nichts anbieten können. Und er sagte, das macht natürlich gerade in einem Bereich wie Berlin mal überhaupt gar keinen Sinn. Also das ist ein großer Malus, den wir mittlerweile, muss ich fairerweise sagen, auch hier in Frankfurt schon spüren. Die großen Gesellschaften tun sich hart. Ja, die haben teilweise tolle Projekte in der Hinterhand, Projektentwicklungen, aber erstens kriege ich keinen Investor dafür und zum anderen, die Kosten gehen weiter nach oben. Wenn ich denn überhaupt Arbeitskräfte für den Bau gerade kriege, da darf man ja auch noch Fragezeichen hintermachen. Ja, und dann natürlich auch diese fehlende Sicherheit. Ja, was wird gefördert? Wo gehen die Energiepreise hin? Welche Heizung brauche ich am Ende des Tages? Ja. Also alle Unsicherheiten, das spiegelt sich ja in der Industrie wieder, als auch im Wohnungsbau. Ja, der normale Bürger, der ist genauso in dem Dilemma, weiß nicht, was kommt da alles auf uns zu? Wo wird jetzt gespart? Wo wird gekürzt? Was wird überhaupt irgendwann mal wieder gefördert? Und solange dieser Quark ist, ist es für deutsche Firmen, die hierzulande wirklich produzieren, hierzulande ihren Markt haben, echt schwierig. Und wir sehen ja diese Diskrepanz eben auch in Bezug auf den DAX zu den anderen Indizes. Der DAX, wie gesagt, wir schauen uns ihn nochmal an, Allzeithoch, aber das liegt eben an der Zusammensetzung, wo es Unternehmen gibt, wie die Versicherer, ja, die geben die Inflation einfach weiter und die großen Unternehmen, die sind einfach weltweit aktiv. Ja, muss man ja ganz klar einfach sagen. Nicht nur die Versicherer. Ich meine, wir haben ja eine Adidas, die seit Anfang des Jahres hervorläuft, fast 50% gut gemacht hat. Also da kriegen wir dann schon noch Kraft her. Aber bei den Wohnungsbaugesellschaften, ob das Vonovia ist, TAG, LEG, wie sie alle heißen, ja, das ist natürlich ganz, ganz schwierig aktuell. Ist halt wiederum diese Spekulation, es muss sich ja was ändern, irgendwann wird sich auch wieder was ändern. Die CDU erfindet sich gerade neu, trennt sich von den Merkelschen, ja, alten Gewohnheiten, macht endlich da einen Schlussstrich, ist ja gut so. Ja, und wer weiß, was da am Ende dabei vielleicht rauskommt. Schlechter jedenfalls kann es nicht werden. Ja, in den USA wiederum zum Wochenbeginn ein bisschen Zurückhaltung. Ja, es gibt wichtige Daten voraus. Morgen Inflationsdaten und am Mittwoch dann die Notenbank. Ja, richtig. Morgen haben wir die Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Da kann dann Jerome Powell noch mal einen Blick drauf werfen. Letzten Freitag hat er ja seine Arbeitsmarktdaten bekommen. Das heißt also, wenn er nach Fakten und nach Datenlage entscheidet, die liegen dann am Mittwoch, richtig, wenn die Federal Reserve tagt, dann schon alle vor. Naja gut, meine, der Markt geht eigentlich von einem Non-Event aus. Heißt also, da wird sich nichts tun großartig. Aber selbst wenn es ein Non-Event wird, geht ja immer noch um die Tonalität, ja. Ich meine, wenn der Markt zwar annimmt, okay, es werden keine weiteren Zinsen angehoben, bleibt pausiert, okay, und das passiert dann, dann ist ja in Ordnung. Aber die Hoffnung läuft ja momentan schon einen Schritt weiter, nämlich auf die nächsten Zinssenkungen, nämlich nächstes Jahr 2024. Und da ist natürlich die große Frage, wann wird Paul senken? Weil er hat ja Zinsen, 5,25 bis 5,5%. Ja, und da ist der Markt sich auch einig, dass es eventuell nächstes Jahr 2 Senkungen geben könnte um rund 100 Punkte. Weiß ich noch nicht, wie ich das einordnen soll. Ja, die Banken wie Goldman Sachs sind jetzt der Überzeugung, ab dem dritten Quartal wird man was tun diesbezüglich. Ja, wie gesagt, das ist der Blick in die Kristallkugel.
Man wird einfach schauen müssen, wie die US-Wirtschaft läuft. Ja, also wenn es keine Notwendigkeit gibt, da auch wieder frisch zu stimulieren. Die Preise werden wahrscheinlich gar nicht das Problem sein. Die kommen mit Sicherheit weiter zurück durch die globalen Effekte. Aber solange die Wirtschaft letztendlich auch auf dem jetzigen Zinsniveau gut zurechtkommt, dann wird man sehr, sehr behutsam sein. Aber egal. Wichtig ist ja auch, dass es nach wie vor in den USA wichtige Themen, wichtige Trends gibt. Und da war letzte Woche mal wieder das große Thema KI gesagt. Ja, man war ja zwischendurch, gab es ja Gewinnmitnahmen im Nasdaq, aber letzte Woche ging wieder das Kaufinteresse los, angestachelt vor allen Dingen durch Alphabet und AMD. Ja, muss man sagen, alles, was momentan mit Speicherchips und künstlicher Intelligenz zu tun hat, das wird halt eben ganz, ganz klar gekauft. Das ist die Zukunft, da will man sich jetzt schon rechtzeitig positionieren. So machen es ja die großen Investoren dementsprechend auch, damit, wenn der Zug losrollt, man auch ja mit dabei ist und diesen Trend natürlich nicht verschläft. Also da ist momentan die geballte Börsenfantasie drin und dementsprechend sehen wir da natürlich auch mittlerweile wieder laufende Kurse. Ja, Alphabet hat ja ein neues leistungsfähiges KI-Modell vorgestellt, Gemini. Und das hat für Begeisterung gesorgt. Ja, und Sundar Pichai, der Vorstandschef, der zeigt sich da total begeistert. Ja, kann ich mir vorstellen. Meine, der weiß natürlich auch, dass damit in Zukunft viel, viel Geld verdient wird. Ja, und da haben wir ja halt eben eins mal dieses Gemini Nano für die Smartphones und Laptops und Gemini Pro für ein breiteres, das heißt leistungsstärkeres Gemini. Also das wird natürlich nochmal interessant, aber auch gut, dass man da einfach von eigener Seite aus draufkommt und da nicht irgendwo noch ein bisschen jemandem was abnehmen muss. Meine, diese Art von Entwicklung ist natürlich schon sensationell. Und wenn wir uns die Aktie von Alphabet im Chart anschauen, dann sieht man natürlich auch jetzt am rechten Rand, da geht es jetzt wieder nach oben. Da geht es natürlich Richtung Widerstand $140. Das sind ja die Jahreshöchststände. Ja, bis Weihnachten halte ich das durchaus für drin und eigentlich auch sogar für sehr wahrscheinlich, dass wir da drüber rausschießen. Ja, also die Möglichkeit räume ich der Aktie auf jeden Fall ein. Ja, dann Advanced Micro Devices, nur zur Erinnerung, der Cliff sitzt ja bei uns oder setzt bei uns im Börsenspiel in unserer Aktienlust-Show auf AMD und prompt hauen die letzte Woche doch einen neuen Chip raus und damit will man Nvidia jetzt auf die Pelle rücken. Ja, meine, muss man dazu sagen, AMD Advanced Micro Devices ist einer der wenigen Unternehmen, die ja tatsächlich eine CEO-Frau haben, also eine Vorstandschefin mit dem Namen Lisa Su. Ja, und die hat schon gesagt, also ihr neuer KI-Chip, der Instinct MI300X, der soll wesentlich besser und wesentlich leistungsstärkerer sein als der führende Chip H100 von Nvidia. Das heißt, da ist natürlich mittlerweile auch in der Speicherchip-Produktion natürlich massiv letztlich ein Wettbewerb ausgebrochen. Naja, und da schenkt man sich halt eben letztlich. Ja, sie sagt ja auch, dass der KI-Markt bis 2027 auf mehr als $400 Milliarden anwachsen soll. Das ist das 2,7-fache von dem, wovon man bislang ausgegangen ist. Also scheinbar sind die Auftragsbücher voll bis zum Bersten. Und natürlich Nvidia schläft nicht. Also die werden schon bald ihre Nachfolgechip für den 100er vorstellen, den 200er. Also es ist ein Wettbewerb, muss man sagen. Aber AMD spielt da mit und wenn wir uns die Aktie anschauen, ist jetzt auch spannendes Ausgangslage. Auch hier geht es darum, letztendlich das Jahreshoch in Angriff zu nehmen. Tolle Entwicklung, Momentum ist ganz klar auf Seiten von AMD. Ja, und die Aktie sieht ja auch rein charttechnisch, den haben wir ja gerade eingeblendet, den Chart, also wirklich sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, in diesem Bereich, in diesem Teich, da tummeln sich ja nicht allzu viele große Unternehmen. Ja, das sind ja alles mehr oder minder schon keine Goldfische mehr, sondern eher die Kois der Szenerie. Ja, also die sind ja alle schon relativ teuer und so viel gibt es da nicht. Also sucht man sich halt eben den Besten aus oder sagt, Mensch, die Nvidia ist mir schon fast ein bisschen heiß gelaufen, hat ja schon die Allzeithoch gehabt, setze ich vielleicht mal auf die AMD. Hauptsache, ich bin mit dabei. Ja, und natürlich lässt Amazon, guckt da nicht nur zu, sondern die legen nach, ja. Und ja, Stichwort Q, ja, das erinnert mich fast schon an James Bond. Also vielleicht
will Emerson aus der Reserve raus jetzt das Feld ganz überrollen. Naja, interessant auf jeden Fall. Ja, ich hatte diesen ersten Eindruck auch, denke ich, Q, da war da mal irgendwas. Ja, James Bond kommt aber der neue erst 25, 26 raus. Also da müssen wir leider noch ein bisschen drauf warten, leider ohne Daniel Craig. Man hat ja einen neuen James Bond, vielleicht sogar zwei, wie ich gerade eben gelesen habe, in petto. Aber das, was Amazon da mit Q macht, einen KI-Chatbot für Unternehmen, ja, das könnte natürlich klar dann nochmal tatsächlich so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne. Ja, zumal man ja eben im Unternehmenssektor extrem gut positioniert ist. Ja, ich meine, AWS, das größte Cloud-Unternehmen der Welt, darüber wird ja alles abgewickelt. Und wenn man hier mit einfachen Produkten, und das zeichnet ja Amazon immer wieder aus, die Dinge einfach zu machen, könnte natürlich auch da der nächste Wachstumsschub bei Amazon erzeugt werden. Und natürlich schauen wir uns auch hier die Aktie im Chart an. Ich bin schon im Chat hier beim Almfrosch und beim Eddy und beim Jürgen und Bananennasen Maldorado. Also unsere alten Bekannten. Aber im Chart schauen wir uns die Amazon an. Und da sieht alles nach Ausbruch aus. Ja, muss man dazu sagen, Chartbild ja sehr, sehr schön hier angezeichnet. Und meine, die Amazon-Aktie ist natürlich auch so ein Basisinvestment letztlich auch. Ja, wer wird jetzt in der Weihnachtszeit Geld verdienen? Wer hat Geld am Black Friday, am Cyber Monday verdient? Ja, und dazu halt eben klar noch das Thema AWS als Cloud und on the top noch die KI. Da ist natürlich jede Menge Fantasie und jede Menge Saft drin. Ja, und witzigerweise, man denkt immer, Mensch, Quartalsberichtssaison ist rum. Ja, diese Woche gibt es schon wieder spannende Zahlen, über die wir berichten werden, natürlich in unseren Schalten. Du hast den Überblick. Ja, da haben wir tatsächlich noch ein bisschen was, glaubt man gar nicht. Sagt mal einfach, Quartalsbericht ist zu Ende und schwuppdiwupp, guckst du mal drauf, hast du da echt noch ein paar Hochkaräter, die da so ein bisschen hinterherlaufen, wie zum Beispiel heute auch unter anderem Oracle. Q2-Zahlen kommen. Ja, also da könnte man natürlich auch mal einen Blick drauf werfen. Oracle ist übrigens auch so eine Aktie, die sollte man nicht unbedingt links liegen lassen. Mal einen Blick drauf kann nicht schlecht sein. Morgen geht es dann dementsprechend weiter mit Carl Zeiss Meditec. Die haben dann Jahreszahlen, muss man sagen. Naja, und morgen haben wir ja dann auch das Thema ZEW-Konjunkturerwartungen, Verbraucherpreise, Realeinkommen aus den Vereinigten Staaten. Am Mittwoch geht es dann weiter mit Inditex, ja, der größte spanische Textilhersteller. Und da haben wir ja die Marken drunter, Zara, Massimo Dutti, Berkshire, Pull&Bear. Bin ich mal sehr gespannt drauf, wie die Zahlen ausfallen. Vor allen Dingen halt eben dahingehend, da wir diese Woche auch nochmal Zahlen von H&M, also von Hennes und Mauritz kriegen. Aber bleiben wir noch kurz bei Mittwoch. Da haben wir dann Mittwoch noch Adobe-Zahlen, die Q4-Zahlen. Auch nicht zu vernachlässigen. Und am Mittwoch dann klar natürlich 20.30 Uhr stehender Termin mit FED-Chef Jerome Powell. Ja, der FOMC, sehr Zinsentscheid, das heißt die FED, klar, natürlich zum Thema US-Zinsen. Am Donnerstag haben wir dann noch Zahlen, Jahreszahlen von Bertrand und von Costco Wholesale. Und zwar schon Q1-Zahlen, muss man sagen. Ja, und dann halt eben noch DIW-Konjunkturprognose für den Winter, IFO-Konjunkturprognose für den Winter und am Donnerstag, da sind wir dran, Eurozone, EZB-Zinsentscheid. Also wichtig. Und in den USA dann nochmal Im- und Exportpreise, Einzelhandelsumsätze. Ja, und dann bekommen wir am Freitag, finde ich auch nicht ganz uninteressant, die Zahlen nämlich von H&M, Hennes und Mauritz, habe ich schon gesagt, und die Munich Re gibt einen Ausblick fürs Jahr 2024. Soweit man das halt schon kann. Ja, und am Freitag dann halt eben noch last not least, dann ist die Woche aber wirklich abgehakt, die war dann voll. Großer Verfallstag an der Börse, das heißt Hexensabbat. Aber galoppiert nochmal einen Tag zurück. Für uns ist natürlich neben den Notenbanken klar, stehender Termin am Donnerstagabend. Ja, und dann macht heute auch wieder eine Meldung die Runde, die natürlich eigentlich so der Ampel in die Karten spielt, vor allen Dingen den Grünen, die Stromerzeugung in Deutschland im dritten Quartal. Ja. Und die sieht sehr, sehr erneuerbar aus, wenn ich mir das anschaue. Aber hat aber auch eine spezielle Note. Erstens, wir haben weniger Strom erzeugt, 20,3% weniger als im dritten Quartal, weil unsere Unternehmen einfach entweder woanders produziert haben oder hier
einfach gespart haben, weil es so teuer ist. Und wir haben deutlich mehr Strom importiert. Ja? Und das dritte Quartal, Mick, was sind das für Monate? Ja, das sind ja noch warme Monate und noch keine kalten Monate. Ja? Die kalten fangen ja ab Oktober, November, Dezember an. Da sind ja noch Sommermonate drin. Ja? Also da brauchst du ja auch noch nicht zu heizen, die Wohnung und die Hütte. Also von daher, denke ich, müssen wir da noch ein bisschen abwarten. Vor allen Dingen, meine, jetzt sind, weiß ich nicht, 70.000 Menschen nach Dubai geflogen, ja, auf diesen Weltklimagipfel. Ja, das ist eigentlich die größte Sauerei fürs CO2, was du veranstalten kannst. Und was ist da beschlossen worden, mehr oder minder? Jeder sagt, ach, ich baue noch ein Atomkraftwerk, ich baue auch noch welche. Ja? Also alle bauen welche, nur der Kanzler meint ja, dass das Pferd schon totgeritten wäre. Komisch, alle anderen fühlen sich auf dem Pferd, aber pudelwohl. Verstehen muss man das manchmal. Deswegen, es ist ein so wichtiges und spannendes Thema, dass wir am Donnerstag ein Schwerpunktthema bei uns in der Axelos-Show machen. Denn klar, drittes Quartal, Sommermonate, 60% regenerative Energien, Sonne, Wind. Ja, im Sommer funktioniert das tadellos. Erstens, wir heizen nicht, wir brauchen also deutlich weniger Strom. Und zum Zweiten scheint da halt die Sonne und es weht der Wind. Da hat das funktioniert. Aber wenn wir uns mal den Strommix am 1. Dezember anschauen, ja, Mick, ja, das ist halt die Wahrheit im Winter. Ja, das ist die Wahrheit im Winter. Ja, okay. Und was haben wir da? Kohle, ja, wird nach wie vor noch verstromt. Das heißt also wirklich das, was man eigentlich nicht haben möchte. Ja, weil Sonne 0,6%. Ja, 6%. Ja. Ja, meine, man kennt ja Deutschland ein bisschen. Also die, die regieren, sollten ja Deutschland auch kennen. Die kommen ja hierher, ja. Also die wissen doch, wann wir Sonne haben und wann wir Winter haben. Also von daher noch unverständlicher. Also das ist schon schön, hast du das aufgeschrieben. Das ist mal eine schöne, anschauliche Tafel. Ja, und ist ja jeden Tag beim Fraunhofer-Institut letztendlich einzusehen, ja. Und das ist halt das Problem. Und wir werden am Donnerstag bei uns mit wirklich tollen Gästen darüber sprechen. Professor Fritz Fahrenhold ist zu Gast. Und der lässt sich schon mal auf die Sendung ein mit einem Zitat von ihm, lieber Mick. Ja, und er sagt, die Energiewende hat die Energiepreise explodieren lassen. Sie ist gescheitert. Also das, was man von Fritz Fahrenhold, Professor, dementsprechend natürlich auch auf allen Kanälen kriegen kann. Ich bin froh, dass wir ihn wieder da haben. Er ist ja zum zweiten Mal in der Show und uns mehr oder minder ja jetzt ein Update geben kann im Vergleich zum letzten. Ja, und dann zu Gast, ich glaube, den hast du schon mal interviewt, den Finanzchef von 7C Solarparken. Ja, muss ich sagen, Köhn Bouriot, also ein bisschen schwieriger Name. Und ja, da sagt natürlich Bouriot, die Fokussierung auf erneuerbaren Energien haben die deutsche Industrie und den Mittelstand bis jetzt nur stärker gemacht. Naja. Also aber eine absolut konträre Position. Absolut. Und das ist ja spannend, mal die beiden Seiten gegeneinander aufzuwiegen. Und wir werden da als Moderatoren oder wir werden mal schauen, was wir daraus machen. Und wir haben uns auch noch Verstärkung dazugeholt aus der Journalie, nämlich Kolja Barkhorn, ja, von Aktien mit Kopf, der ja auch aktuell sehr, sehr viel einen kritischen Blick auf die Medienlandschaft legt. Und der hat dazu auch eine Meinung aktuell. Also von den Öffentlich-Rechtlichen, der hält da nicht sehr viel, unser Kolja Barkhorn, weil er sagt, die öffentlich-rechtlichen Medien berichten zu einseitig über die Energiepolitik. Ja, könnte man ihm sogar schon mal im ersten Schritt ein bisschen recht. Also das wird hochkarätig am Donnerstag. Ja, und ich hoffe, ihr seid dann alle live dabei. Wie immer natürlich haben wir unser Börsenspiel dabei. Spannung ist gesorgt. Man kann auch wieder Axelos-Tassen gewinnen. Und wir werden natürlich auch in unserem Börsenspiel für die Zuschauer, für euch da draußen, die nächsten Infos weitergeben. Und es gibt natürlich auch die erste Entscheidung in Axelos sucht den Supertrader. Oh ja, den gibt es natürlich auch, bin ich ja ganz froh drum. Da spielst ja du gegen Nicole jetzt.
in der ersten Runde haben wir ja unser erstes Ergebnis, geht dann ja weiter, weil es kann ja im Prinzip nur 1-0 stehen. Ja? Und bin ich mal sehr, sehr gespannt, weil da bekommen wir ja auch dann wieder die notwendigen Scheine zugeschickt von unserem Partner, dem Brokerhaus IG. Und Salah und Christian Henke machen das immer ganz hervorragend mit diesen drei Short, den drei Long-Signalen. Das haben sie bisher immer hervorragend aufgedröselt. Meine, schwierig für euch zu spielen von Woche zu Woche, aber das macht ja ein bisschen das Spiel auch aus. Ja, guck mal noch mal ein bisschen in den Chat hinein, ob wir da noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, der Harley schreibt, Bill Gates baut auch am Mini-Reaktor. Also in den USA ist ja Kernkraft zu Mini-Reaktoren, da wird ja auch dran geforscht, dass man die Kernenergie wirklich nicht mehr in diesen großen Anlagen, sondern eher kleiner und dann natürlich auch nicht mehr in dieser Gefahrendimension irgendwie entwickelt. Da ist viel am Tun, also die ganze Welt forscht und entwickelt. Nur unsere Firmen, glaube ich, die müssen es heimlich machen. Ich glaube, so RWE, E.ON, die sind über Auslandsaktivitäten noch dabei, genau wie Siemens Energy. Aber bloß nicht an die große Glocke hängen. Ja, aber RWE freut sich ja jetzt heute zuerst einmal, dass Brüssel, das heißt die EU, sich dann doch darauf geeinigt hat, dass RWE 2,5 Milliarden von der Bundesregierung annehmen darf, ja, wegen dem Kohleausstieg. Ja. Also damit sind die ja zuerst einmal fett und satt. Ja, aber stimmt, man müsste schon zum Forschen in der Beziehung Kernkraft aktuell tatsächlich eher in den Keller gehen. Ja, Adobe, da sind auch die Leute hier gespannt natürlich im Chat. Ja, das ist auch wirklich nochmal ein Highlight diese Woche heute, genau wie Oracle, auch im Thema AKI, ja auch ein wichtiges Unternehmen, also das darf man nicht unterschätzen. Also da kann es schon Impulse geben diese Woche nochmal. Wir sind auf jeden Fall gespannt und bleiben da dran. Ja, ansonsten die Woche, morgen gibt es ein neues Interview mit Jens Wills Wissen, ja, dürft ihr euch auch drauf freuen. Natürlich, Mittwoch werde ich hier nochmal auf die aktuelle Lage eingehen an der Börse. Donnerstag unsere Show, keine Frage, der Höhepunkt der Woche. Ja, und dann nähern wir uns schon der finalen Weihnachtswoche. Ja, müssen wir sagen. Und in der finalen Weihnachtswoche, da sind wir ja auch nochmal für unsere Zuschauer da, heißt ja der 21. Den werden wir ja nochmal mit einer Show besetzen. Ja, und das war uns ja auch wichtig, dass wir uns da vernünftig dementsprechend dann auch verabschieden können. Ja, und das werden wir dann dementsprechend am dem Donnerstag, das heißt dem 21. Und auch da dürft ihr euch drauf freuen, denn da haben wir ein weiteres wirkliches Knallerthema: KI, künstliche Intelligenz. Wir haben zwei absolute Koryphäen bei uns im Fuchsbau, die uns das mal alles erklären werden. Was ist der Stand der Dinge? Wo geht die Reise hin? Was ist möglich? Welche Unternehmen sind da ganz wirklich vorne dran? Das werden wir in der Weihnachtssendung erläutern und vielleicht gibt es da noch das ein oder andere Aktienweihnachtsgeschenk fürs Weihnachtsdepot. Ja, weiß man nicht so genau. Ich meine, heute hat man ja vor allen Dingen die Aktie des relativ weltberühmten Kaufhauses von Macy's gehandelt. Die ist ja teilweise mal 16% nach oben geschossen, weil man hier von massiver Übernahmefantasie halt eben letztlich spricht. Und zwar hört man hier von irgendwelchen Investoren, Arkhouse Management und Brigade Capital Management. Ja, die wollen angeblich hier für Macy's bieten. Es ist ja nicht so einfach, momentan für Kaufhausketten zu bieten. Denen geht es ja auch nicht so besonders gut. Also das war tatsächlich heute mal der Top-Pick des Tages. Muss man mal abwarten, ob das sich tatsächlich auch längerfristig manifestiert. Ja, und der Eddie schreibt gerade, es war schön im Fuchsbau. Er war ja das letzte Mal da. Also wer da auch mal dabei sein will, schreibt an club@aktienlust.tv. Und vielleicht gibt es ja am 14., also jetzt am Donnerstag, noch ein Plätzchen für euch. Also wer weiß das schon. Bestimmt, bestimmt. Ja, Mick, dann war es das zum Einstimmen die Woche. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Man darf nicht alles immer nur negativ malen. Manchmal muss alles erst schlechter werden, bevor es besser wird. Die CDU räumt jetzt endlich auf, da tut sich was. Ich glaube, bei den Grünen hat man auch erkannt, dass so manche Träumerei nicht realpolitisch umsetzbar ist. Und Olaf hat ja auf dem Parteitag erzählt,
wir haben für alles Geld. Wir machen alles. Ja, ja, das ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, wo der das ganze Geld hernehmen will. Ja, also man scheint also auch schon für nächstes Jahr 2024 irgendwelche Tricksereien im Petto zu haben. Denn sonst könnte ja gut Olaf mal damit nicht so hausieren können, dass für alles Geld da ist, bloß für Deutschland anscheinend. Ja, es bleibt spannend und es wäre ja auch schade, wenn es nicht so wäre. Ja. Die Börse lebt ja auch von der Spannung, die lebt ja auch von Aufs und Abs und das muss man ja auch sagen, also nur schon mal als Ankündigung für die nächsten Wochen. Wer uns folgt, so unserer groben Strukturierung, der ist ja seit Wochen jetzt voll investiert und freut sich über das, was passiert. Schon jetzt mal die Vorwarnung, die nächsten Hinweise, die wir geben werden, werden eher wieder Warnhinweise sein, zu sagen, Leute, das ist jetzt ein bisschen mal Zeit für Gewinnmitnahmen. Das ist das Nächste, was von uns kommen wird. Da kriegen wir wahrscheinlich auch wieder geschimpft. Ja, aber wir sind ja und bleiben da, wo wir immer waren, nämlich bei der Wahrheit. Ja, und dass wir wissen, dass wenn so ein DAX mal hervorragend gelaufen ist, wir liegen jetzt bei 18, knapp 19% Performance aufs Jahr. Und das mit einem Ukraine-Krieg und dem Konflikt im Nahen Osten und dieser Bundesregierung und. Das ist ja ein tolles Ergebnis, dass der Markt dann auch mal ausatmen muss, mal konsolidieren muss. Ja, das sollte ja wohl jedem klar sein. Und es gibt keinen Chart, der nur so läuft. Da sieht man auch mal ein paar Rücksetzer drin. Ja, und das werden wir natürlich zur richtigen Zeit natürlich auch wieder an unsere Aktienlustfreunde kommunizieren. Und auch da schon die nächsten Konsolidierungen, die können natürlich 10-15% im Index wieder mal ausmachen. Das ist kein Beinbruch. Ja, aber manche Aktien gibt es dann 20-30% wieder günstiger. Und dann ist es halt schade, wenn ich keine Munition im Köcher habe. Richtig, und darauf sollte man sich schon mal einstellen für alle die jetzt sagen, oh, das ist mir aber zu teuer, ja, dann müsst ihr halt eben jetzt noch ein bisschen warten, ja. Dann gibt es halt eben die Weihnachtseinkäufe dann halt eben erst im Frühjahr nächsten Jahres. Aber wie gesagt, dann muss man tatsächlich das Pulver trocken haben, um dann dementsprechend auch in den Markt reinzukommen. So sieht's aus. Also das ist schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf vielleicht das neue Jahr, ja, weil noch, ich sehe keine Euphorie im großen Umfang. Der Fear and Greed Index, ja, der ist jetzt, die Indikatoren sind ins Positive gedreht, das Geld fließt in die Märkte, wo will es auch anders hin? Aber das kann durchaus auch noch bis in den Januar hineingehen, denn wir wissen ja, Übertreibungen, die gehen immer länger als man denkt, sowohl nach unten als auch eben nach oben. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war ein würdiges Schlusswort. In diesem Sinne, lieber Mick, noch viel Spaß in deiner adventlichen Umgebung. Wir freuen uns Umgebung. Am Donnerstag. Ich bin und, bei dir. Ja, so freue mich auf unseren Martin, auf unsere Show, ja, und auf alle, die daran beteiligt sind. In diesem Sinne, euch allen da draußen einen schönen Abend. Tschüss.